Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Das letzte Mal ist ja leider ausgefallen, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat. Jetzt läuft es auf jeden Fall wieder und dann wird es auch kommen. Genau, da können wir noch mal eben schnell Steine nachlegen. Dass wir dann auch wieder Mauern bauen können. Und dann brauchen wir ein bisschen Kohle, ne? Ich will doch nur hier durch. Ich will doch nur hier durch. Sorry nochmal dafür, dass meine Tastatur zu hören ist. Wie gesagt, ist wirklich nur Hobby bei mir und gerade diesen Monat ein bisschen kurz vor knapp. Von daher seid mir bitte nicht böse. Wenn ich das ändern kann, gebe ich auf jeden Fall Bescheid, aber zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht. Jetzt habe ich da immer noch. Ich will dahin. Alter Schwede. Mauern bauen, das ist wichtig. Okay. Da, Mauern bauen, Mauern bauen, Mauern, Mauern bauen. Nee, nee, nee. Ja, wieder nicht allzu viele Mauern. Da. Ein paar habe ich Gott sei Dank schon. Erstmal das Gebiet absichern. Ha, cool. Gedrückt halten und dann läuft das. Wenn man denn richtig steht, heißt es. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Genau, hier sind ja wieder Steine. Cool. Gleich wieder ein wenig nachlegen. Ich könnte hier auch unten hier, da habe ich auch noch einen Ofen da. Damit das alles ein bisschen flotter geht. Mauern bauen, Mauern bauen, Mauern, Mauern bauen. Die Musik ist echt scharf hier in dem Spiel. Nein, schon wieder die Mauer leer. Mensch. Drücke T, um mit Forschung zu beginnen. Ja. Genau. Ich bräuchte aber den roten Trank noch, ne? Also erstmal baue ich die Mauern zu Ende und dann kommt der rote Trank auf jeden Fall. Gucken, wie weit er hier unten ist. Alter, das mit den Steinen geht echt fix. Nein! Falsch, egal. Was habe ich denn jetzt gebaut? Geschützturm geplant, okay. Jetzt dauert es natürlich, bis die Mauern gebaut werden. Ah, jetzt sind sie fertig. Denn da. Alter Schwede, da kommen immer mehr Viecher. So langsam sollte ich mich beeilen. Mit den Mauern. Wunderbar. Wieder ein paar Bauern, dann hoffe ich, dass ich das hier zumachen kann. Alter Schwede, kommen da viele Viecher. Vielleicht soll ich die wirklich mal ausrotten da. So, ich hoffe, die kommen da nicht lang. Ansonsten setze ich hier noch mal eine. Ich habe doch auch noch einen. Ja, dann baue ich hier erstmal weiter lang. Jetzt wird es auch wieder dunkel, ne? Und da ist schon wieder vorbei. Schrotflinte, ja. Es gibt sogar eine Schutzweste, die man sich machen kann. Okay.
Ey, das Spiel ist so mega umfangreich. Heftig. Ja, ich weiß, du hast keine Munition. Jetzt hast du definitiv Munition. Genau, sollte ich mir aber jetzt auch mal was herstellen da wieder, sonst habe ich nämlich keine mehr. So. Das habe ich mir nämlich fast gedacht, dass sie jetzt von dieser Seite kommen. Denn doof sind die Viecher auch nicht. Nee, falsche Kiste. Leer, das ist schlecht. Bitte nicht leer laufen. Der hat noch ein bisschen drin. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Könnte ich aber auch die anderen Kisten mal wieder leer machen. Ja, genau, Zahnräder. Ja, hier waren Fließbänder drin. Der hat zu weit weg, ich weiß. Genau, Kuh war das, ne? Kupferplatten. Also ja, Kuh wird echt mein Freund. Ja, ich weiß, außer Reichweite. Nein. Ja. Das ist mein Inventar auch bald voll. Ey. So, die Steine. Also wirklich leer gelaufen. Jede Menge Mauern. Ja. Mann, ey. Er hat aber noch genug Munition. Den könnte ich ja eigentlich... Was ist das denn? Ach, Radar. Das ist leichte Rüstung. Warum denn nicht? Geschützturm. Ja, ich weiß, du hast wieder keine Munition. Jetzt hast du Munition. Maschinenpistole ist auch gut. Da wird schon wieder geballert. Oh, die Steine gehen aus. Hier sind sie auch wieder leer. Also die Musik ist echt der Hammer hier.
So. Dann würde ich das Eisenfeldchen noch mitnehmen gerne. Und am liebsten auch hier ein bisschen Wald eigentlich. Könnte ich ja hier runterziehen, dass ich noch ein bisschen Wald mitnehmen kann. Ja, Stahlplatten habe ich aber noch genug. Kupfer habe ich eigentlich auch genug. Jawohl, es geht schon schneller. Ich habe da noch, genau, Geschütztürme. Ach, außer Reichweite. Knall ich hier noch einen hin? Hier noch einen? Ja, ich weiß, du brauchst Munition. Ich brauche Muni, 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 Muni. Muni, 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 Muni. Muni, 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 Muni. Jede Menge Munition. Beetle. Wie viel hast du denn noch? Ah, du hast jede Menge. Ihr habt das auch schon wieder leer gelaufen. Kohle kann ich auch mal eben nachfüllen. Weil Kohle brauchst du ja nicht allzu viel. Da bist du auch schon fast leer gelaufen. Da sollte ich echt mal irgendwann diese Spawnpunkte von den Angreifen da. Dass ich da Ruhe habe. So, jetzt dauert das mit den Kisten noch ein bisschen. Und dann sollte ich auch langsam mal den roten Trank erforschen. So, mir braucht Steine. Keine Steine da. Weil... Achso, das war sowieso Munition. Hier waren Steine. Zack. Gleich mal wieder welche nachlegen. Alter, du läufst leer, das geht gar nicht. Nein, die Dampfmaschine ist leer. Wunderbar. Ich brauche Mauern. Immer noch Mauern. So. Jede Menge Mauern. Habe ich nicht noch ein... Nee, Geschützturm habe ich nicht. Das Lied zum Beispiel erinnert mich an meine Kindheit. Was heißt Kindheit? Berufsschule. Da gab es ein Technolied, was so ähnlich war. Absolut cool. Ich habe früher in der Kindheit wirklich ziemlich viel Techno gehört. So, wieder Mauern, genau. Kann ich hier hin ja nochmal einen Geschützturm hinballern? Nicht, dass die Viecher auf die Idee kommen und wollen hier hinten angreifen. Das ist jetzt mal genug. Kann ich nochmal Munition herstellen. Labor, genau. Steine, Kisten. Ach nee, da ist der Ofen schon wieder leer gelaufen.
warum arbeitest du nicht? Wenn du keinen Bock hast, oder was? Aha, irgendwie wird ein Stein verbuggt. Boah, keine Munition, das ist schlecht. Jetzt hast du auf jeden Fall... In der Kiste ist auch keine Munition. Ich brauche Munition. Da, 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 da. Na, viel ist nicht von über. Ich stelle eine Menge Wissenschaftspakete. Okay. Was? Nee. So, geh doch. Falsche Taste gedrückt. Munition. Acht Warnungen, okay. Krass. Kommt gleich der Mega-Angriff. Oder was ist los? Mauern sind auch relativ. Okay, die sind alle nur ein bisschen beschädigt. Da ist noch mal mehr. Ja, der Ofen läuft leer. Sehr schön. Ja, du bist auch leer gelaufen, habe ich mir gedacht. Ich wollte Mauern haben, genau. Boah, also zur Info, ich habe mal geguckt, wie teuer das ist und es stimmt, es hält sich wirklich auf 25 Euro stabil, zumindest bei Steam. Günstiger habe ich das woanders auch nicht gefunden oder nicht allzu viel günstiger. Hält sich vom Kaufpreis wirklich stabil, also muss doch einigermaßen durchgehend beliebt sein. Durchgängig beliebt sein, weil sonst wird sich der Preis kaum so stabil halten. Hätte ich echt nicht gedacht, aber das ist echt ein Spiel, was man so immer mal wieder zocken kann. Vor allen Dingen, was dann auch irgendwann Laune macht, wenn man weiß, was man machen muss und nicht immer die falschen Sachen klickt. Mir macht das echt Spaß und ja, da hatte ich den grünen Trank, genau. Wird von Lamboren für Forschung benötigt. Den grünen Trank brauche ich nicht, den roten. Da wird geballert, ey. Werde ich mich nochmal schlau machen müssen, wie man den grünen Trank herstellt. Das weiß ich nämlich echt nicht. Weil der wird mir hier auch im Baumenü nicht angezeigt. Von daher keine Ahnung. Ich denke mal, bis zur nächsten Folge weiß ich's. Kann ich aber auch nicht versprechen. Du bist schon wieder leer gelaufen, das gibt's noch nicht. Ich sollte mal wieder Steine sammeln. Ja, hier wird auch geballert. Nein, ich habe keine Steine mehr.
Wieder verklickt. Schade, nur mit Kugel geht das nicht. Steine. Kohle kann ich auch noch füllen. Die ewige Mauerproduktion. Oder wie war das? Das kann man garantiert auch automatisieren. Aber dafür fehlt mir vielleicht noch ein bisschen Erfahrung. So. Ey, Kupfer haben wir echt jede Menge. So, dann würde ich hier jetzt noch runterbauen und dann hätten wir definitiv genug. Habe ich noch? Ich habe noch einen Geschützturm. Wunderbar. Zack. Ja, du brauchst Munition. Das habe ich mir schon gedacht. Da hast du was. Jetzt brauche ich aber wieder ein bisschen Munition und Eisenplan. Wenn man nicht dauernd das Falsche drücken würde. Du bist schon wieder leer gelaufen. Du bist auch schon wieder leer gelaufen. Es gibt Mauern im Angebot. Gut, dann bedanke ich mich aber bei euch für die Folge. Wie gesagt, wir sind ja mit der Mauer und mit der Abschirmung, hätte ich beinahe gesagt, mit der Verteidigung doch recht weit jetzt gekommen. Ich hoffe, in der nächsten Folge weiß ich, wie man den roten Trank braut. Ich weiß es aber nicht. Wenn ihr das gerne wisst, schreibt es gerne rein. Ich habe da leider keine Ahnung. Ansonsten freue ich mich natürlich drüber, über jeden, der sich das hier anschaut. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen wunderschönen Montag. Bis dahin, ciao, ciao.